Einer der zentralen Punkte des Neuen Testaments ist Leben. Eigentlich geht es um Leben. Es geht Gott darum, dass wir Leben haben, echtes Leben, wirkliches Leben. Jesus ist in dieses Leben gekommen, hat als Mensch gelebt, ist gestorben und auferstanden und zu neuem Leben hindurchgekommen, damit wir dieses Leben eben auch haben können. Es geht um das Leben, das Jesus für uns errungen hat und an dem wir Anteil haben dürfen. Wenn wir neu geboren sind, haben wir neues Leben. In der Schrift lesen wir: Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Die Bibel verwendet hier ein interessantes griechisches Wort für Leben, nämlich Zoe. Ich lese es mal so vor. Denn wie der Vater Zoe hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, Zoe zu haben in sich selber. Zoe, das ist das göttliche Leben, das ist das Leben im Überfluss, das ist das ewige Leben, das Gott für uns hat. Wenn wir dieses Leben, dieses Zoe-Leben nicht erlangen, dann ist unser ganzes Leben auf diesem Globus vollkommen sinnlos, egal wie gut oder schlecht wir gelebt haben können. Es geht darum, in dieser Lebenszeit, die Gott uns gibt, durchzubrechen und dieses Zoe-Leben zu ergreifen. Das Leben, was Jesus uns anbietet, was eine völlig andere Qualität hat als das Leben in dieser irdischen gefallenen Schöpfung. Neues Leben, ewiges Leben, Leben, das Bestand hat, Zoe. Jesus bietet dir dieses Zoe-Leben an. Gott, der Vater, hat es ihm gegeben und er bietet es uns an, bietet es dir an und sagt: Nimm dieses wirkliche, echte Leben, was bis in die Ewigkeit hineinreicht. Leben, das göttlich ist. Leben, das weit über die Möglichkeiten hinausgeht, die du in diesem irdischen Leben sonst hast. Zoe-Leben. Streck dich aus nach diesem Zoe-Leben. Es steht dir zur Verfügung. Gott möchte, dass du es hast. Ein Leben im Überfluss, ein Leben, das ewige Lebenqualität hat. Wir glauben, Gott hat mehr für dich.